So, Leute, dann schauen wir uns nun die goldenen Türen hier in der Klammsäule an. Nämlich habe übrigens ein Problem festgestellt, und zwar habe ich mal versucht, Mafda das Fleisch zu bringen, was man bis hierhin haben konnte. Also 600 hat man im Falle vom arkadischen, Quatsch, vom Laufstandenturm für die Belohnung gebraucht. Es war nur ein bisschen scheiße, weil ich dann gemerkt habe, okay, das ist gleich eine goldene Kugel, weil ich dann gemerkt habe, dass man dafür, ja, es muss ein neues Spiel sein. Selbst wenn man dann New Game Plus wurde startet, gibt es einem nicht noch einmal ein neues, ja, nochmal neu die Belohnung. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie ich die letzten Waffen aufstufen soll. Die Items sind so stock-selten. Okay, gut. Verschwenden wir daran keinen großen Gedanken. Also dann schauen wir uns hier lieber um. Ambrosia haben wir hier. Also mit den Schriften mache ich mir echt langsam Sorgen, weil hier sind irgendwie gar keine. Gucken wir doch, was haben wir hier noch? Nein. Nächste Etage. Hier haben wir nichts mehr. Hier schon. Also in der zweiten Etage. Hier nichts. Hier nichts. Okay, jetzt noch eine goldene Tür in der zweiten Etage. Holen wir uns die doch dann auch gleich. Der schnellste Weg dahin zu kommen ist durch den Pfad, den wir uns hier selbst geschaffen haben. Jetzt einfach nur hier durch. Die einfach ignorieren, die nerven einen eh nur. Okay, gut. Wenn ihr sterben wollt, bitte. Tschüss. So, und jetzt weiterziehen. So, hier ist noch eine Kette, was sich erinnert. Komm, erledigen wir den. Ja, Bestienzahn. Komm, nehmen wir mit. Kommen wir Pelz. Okay, gut. Gut. Wie gesagt, wie ich das noch machen werde mit den Waffen und mit dem Mafdas Belohnungszeichen, überlege ich mir noch. Ich müsste wahrscheinlich einen neuen Spielstand von Mafdas Belohnungen. Das mache ich vielleicht gerade noch. Falls ich irgendwann mal Zeit habe. Aber ja, es ist schon ein bisschen umständlich. Und wenn man dann auch noch überlegt, dass ich ja Helena, dass verdammte, also ja, dass ich auch noch Helena ständig wieder versorgen muss und so, ich weiß nicht. Bisschen umständlich ist es schon. So, was sind wir jetzt? Wir sind immer noch in der ersten Etage. Gut, dann gehen wir einfach eins höher. Ach komm. Geh sterben. Tschüss. Nervensäge. Okay. Genau. Hier hoch. Da müssten wir eigentlich schon an der richtigen Etage sein, oder? Nee, noch nicht. Aber heute ist so. Können wir uns gut noch dran erinnern. Nostalgiegefühle für das LP, also. Hierhin, hierhin, hierhin. Dann diesen hier betätigen. Ich hoffe mal, ich finde alles, aber. Sieht doch ganz gut aus, oder? Gut, wo bin ich jetzt? Okay, hier ist die zweite Etage und das heißt, hier hinten sei etwas. Jetzt weiß ich nur nicht, kann ich mich hier direkt fallen lassen oder nicht? Also, wie ich das so sagen, da ist da eine goldene Türe, da wo ich gerade hingezeigt habe. Das könnte auch hier sein, deswegen gucke ich nochmal. Bin ich denn? Nee, ich bin falsch. Okay, ich bin schon in der dritten Etage, gut. Das ist der eindeutige Beweis, dass ich hier hin muss. Ich hoffe nur, das funktioniert auch. Okay, gut. Und dann müsste hier links sein. Jawohl. Die letzte Tür hier. Und ich hoffe mal auf ein paar Schriften. Amethyst. Oh Gott, ey, wo soll ich die alle herkriegen? 90% noch. Und. Oh yeah! What the hell? Rammsporn. Eine neue Waffe. Okay. Ja, wo ist das Teil? Schweres Gerät für Belagerung, unter anderem erledigt Feinde großflächig. Okay. Okay, also die Abwehr ist jetzt schon besser.
Die Stärke ist deutlich schwächer. Mal gucken, wie wir das aufstufen können. Coole Sache. Coole, coole Sache. Okay. Gut. Dann haben wir hier auch die Goldmünzen. Das wäre es jetzt, soweit ich das gesehen habe. Oder? Ich guck noch mal genau durch. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Oh Gott, das mit den Schriften wird mich auch noch umbringen. Ich spiele zu 100%, das ist echt. Aber ich stehe schon durch. Okay, hier ist nichts mehr. Also dann bis zum nächsten Turm. Nächster Turm, die Quellsteinwacht steht an. Und ja, gucken wir uns doch da mal jetzt näher um. Im Wasserturm, wer sich erinnert. So. Hier im Erdgeschoss ist keine. Okay. Erste Etage. Okay, hier haben wir eine goldene Türe. In der zweiten Etage haben wir nichts mehr. In der dritten Etage haben wir auch nichts mehr. Und in der vierten Etage haben wir auch eine goldene Türe. In der fünften nichts. Okay, also erste Etage was genau. Da gehe ich gleich mal mit dem Wasserrad, was wir da aktiviert haben, hin. Müsste relativ schnell, ohne großartige Komplikationen eigentlich gehen. Wartet. Ja. Jetzt einfach in den ersten Stock. Wobei, was heißt hier einfach? Ja, gucken wir mal, wie die Fahrt verläuft. Gucken wir einfach mal. Kann man hier irgendwo... das wäre der erste Stock gewesen, glaube ich. Mist. Ha. Irgendwas zum Festhalten? Irgendwo? Ah, hier. Sehr gut. So, hier müsste es sein eigentlich. Oder? Jo. Und zwar hier auf der anderen Seite, aber Mist. Bin ich da irgendwie hin? Jetzt bin ich ja total davon weg. Ich guck mal, wo komme ich denn nochmal hin, wenn ich hier reingehe? Da komme ich zu diesem Schlag. Ah! Okay, ich bin drin. Sehr gut. Ah ja, das weiß ich noch. Die ist jetzt aber so durchgedreht. Okay, goldene Tür Nummer 1 gefunden. Silbermünzen bringt Geld. Kupfermünzen. Aber die Schrift ist immer noch nicht gefunden. Nervig. Einfach nur nervig. Nymphenwasser. Goldmünzen. Aber ansonsten nichts wie scheint. Na toll. Wie viele Schriften? 85%, ey. Ich habe Versagungsängste. Weil ich weiß wirklich nicht, weil Pandoras Tower wirklich spuckt zwar einiges aus, aber wo die Schriften sind, sagt er mir nicht. Und da müsste ich dann wirklich extremst suchen. Wir hätten jetzt irgendwie versuchen, diesmal oben zu landen. Falls da irgendwas zum Dranhängen ist, so wäre ich sehr, sehr dankbar. Ich muss ja in den vierten Stock, wie ihr wisst, da müsste ich auf den Wasserfall hoch. Aber ich muss dazu auf die andere Seite. Vermute ich einfach mal. Frei raus. Okay. Chill. Oder da mit dem Wasserrad fahren, genau. Lass mich in Ruhe. Was heißt, er passt. Dann nehmen wir doch diesen Anschluss. Also nach oben. Nächster Halt. Oben. Huh.
Okay. Sehr gut. Und landen. Wunderbar. Müssen es im dritten sein? Ich muss da mit dem Aufzug in den vierten kommen. Was? Ich bin doch sogar noch in der zweiten Etage? Okay. Jetzt muss ich auf jeden Fall in die vierte gehen. Also nach oben, Erwan. Nach oben. Genau, zweite Etage, da steht sogar. Okay. Gut zu wissen. Aber wenn ich jetzt nicht mehr glaube, dass ich da ganz oben in der zweiten Etage noch festhänge, wäre ein bisschen unerklärlich. Ein kleines bisschen. Oder? Dritte Etage. Okay. Wie gesagt, da muss ich beim Wasserfall eins nach oben. Ist nicht mehr genau, wo ich dann landen muss, aber das finden wir schon auch raus. Wow. Ganz ruhig. So, da ist ein Stein. Gut. Hier kommen wir schon mal nirgendwo hin. Gehen wir doch eins weiter hier. Gucken wir uns das dann hier nochmal an. Ne, hier auch nicht. Ich glaube, das war sogar irgendwas, wo man landen musste. Jetzt gucken wir mal hier. Aber irgendwie ist alles ein bisschen trist hier. Wo bin ich denn? Hier ist die vierte Etage und da hinten. Hier auf der ganz anderen Seite. Bin ich der ganz anderen, gehe ich hier einfach mal. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich ganz rum bin, dann schreit ihr. Und ich schreie hoffentlich auch. So, ich glaube jetzt, oder? Ja. Habe ich so ein Gefühl. Hier kommt nur nichts, ne? Autsch. Super. Hallo. Ich hätte was anderes außer Fische, die mich umbringen wollen. Ah, da, okay. Da muss man so lange warten, weil das ist ein bisschen übertrieben. Okay, gut. Bin jetzt aber falsch, oder? Ja. So muss ich hier. Ah, ich sehe die goldene Tür schon. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon vor mir. Da oben muss ich hin. Ich hoffe, das geht irgendwie. Ja, gut. Daraus geht's jedenfalls definitiv nicht. Wow. Beruhigt euch. Keine Kamehamehas. Wenn ich hier hochgehe. Bitte. Sehr gut. Cool. Okay, chill, 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 chill. Okay, wow. Da war der mal ein harter Gegner, oder was? Der noch dazu meinen Angriff halbiert. Sorry, dass ich den erledigen musste, aber dieses kleine Ding kann dann ganz schön schlimm werden, wenn man ihn nicht schnell genug ausschaltet. Also dieses kleine Teil da. Vor allem die mit der lilanen Aura. So. Kupfermünzen, Nymphenwasser. Ambrosia. Kupfermünzen, okay. Okay, immerhin mal eine unlesbare alte Notiz. Werde ich dann alles Helena zu der Zeit geben müssen. Ist immerhin jetzt ein bisschen was. Wenigstens mal etwas, das nach Schrift aussieht. So. Ansonsten ist das von hier. Gut. Oh. Nee, ein Taktikhandbuch. Cool, aber ich bin schon voll aufgestuft. Naja. Okay, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Turm. Wartet. Yes.